Okay, wir können starten. Ja, Ausländer. Ich habe vorhin schon gesagt, man hört es ein bisschen, ich bin ein Zugraster. Und als Zugraster war ich eigentlich immer irgendwie so Ausländer. Also ich habe mich in Oberösterreich rumgetrieben, in Niederbayern, ich war in München, ich war in Stuttgart und irgendwie war ich immer so ein bisschen auf der Durchreise. Und da hat man so den Wunsch irgendwann, dass man irgendwo Heimat findet. Und Heimat, das ist also nicht nur hier jetzt typografisch ein großes Wort, sondern für viele Leute auch fast unerträglich. Heimat in der Zeit in der Globalisierung, Internet, man ist überall zu Hause, kauft bei Amazon ein und dann redet da jemand von Heimat. Aber Heimat ist mir irgendwie wichtig geworden, weil ich einfach so viel unterwegs war. Und Heimat hängt natürlich auch mit Mustern zusammen. Denn Heimat, da assoziieren wir sofort das Thema, diese Postkartenidylle, diese Klischees. Und unser Gehirn macht gerne Muster, weil es uns die Illusion gibt, dass wir uns irgendwie in einem klaren Raum befinden. Aber eigentlich verhindern diese Muster, dass wir auf die wirkliche Realität hinschauen. Und deswegen geht es eigentlich nicht um meinen Beruf, sondern auch bei diesem Kalender darum, dass man diese Muster bricht, dass man dem Hirn etwas bietet, wo es zuerst einmal sagt, hä? Und sobald das Hirn hä sagt, entsteht ein Dialog. Es kann mit diesem Muster nicht gleich was anfangen, es kann es nicht gleich in eine Schublade geben. Und dann kam noch das Thema Nacht dazu. Denn die Nacht ist auch ein Thema, wo Muster gebrochen wird. Denn wir sind Augenmenschen, 80% unserer Sinne laufen übers Auge ab und in der Nacht werden genau diese 80% ausgeschaltet. Also genau da passiert Musterbrechen ganz intensiv. Das Ganze haben wir zusammengepackt und haben daraus einen Kalender gemacht, einen etwas verrückten Kalender über Vorarlberg. Wir haben nur nachts fotografiert. Also Lukas Hemmerle wollte mich umbringen, weil er gesagt hat, fotografieren ist ein bisschen schwierig in der Nacht, aber wir haben es irgendwie geschafft. Es geht also um die dunkle Seite Vorarlbergs. Das ist jetzt Titel. Spielt im Bregenzer Wald. So, das ist das Jänner-Motiv im Montafon. Und da haben wir uns überlegt, was passiert, wenn ein Schneeschuhwanderer auf eine getarnte Bundesheerstellung trifft und halt nicht sieht, dass er die Jungs gut getarnt liegen und einfach seine vier Bier loswerden muss. Und zu jedem Kalenderbild gibt es dann auch eine Geschichte, wo ein bisschen erklärt wird, was da passiert. Im Februarbild, irgendwo zwischen, also im Hintergrund sieht man das Panoramahaus. Da geht es darum, dass wir ein Muster umgedreht haben. Normalerweise stänkern die Jungen die Alten an. Diesmal haben die grauen Panther diesen jungen Kerl also richtig Dresche gegeben und ihm gesagt, wo der Bartel der Most herholt. Das Märzmotiv ist in Andelsbuch fotografiert. Ein EU-Kommissär, der sich nachts im Bregenzer Wald herumtreibt, um eben Fördersünder zu ertappen und dabei aber selber zum Opfer wird von einem Landwirt, der sich sagt, okay, bin eh gerade dabei beim Schütte rausfahren, der passt mir gerade rein. Das Motiv ist in Bludenz aufgenommen, ein Einbrecher. Also wir haben schon mit Bedacht die Locations auch gewählt. In Bludenz gibt es einen Juwelier, der sehr oft überfallen wurde. Und deswegen haben wir gesagt, da fotografieren wir jetzt einmal nachts diesen Einbrecher. Allerdings haben wir ihn in den Rollstuhl gesetzt, ist wirklich ein Rollstuhlfahrer, der Dietmar Dorn. So, und dann sind wir schon beim Mai-Motiv. Mai, da geht es natürlich um die Liebe. Das Motiv spielt in der Nähe von St. Arbogast bei Götzis. Und da gibt es dieses wunderschöne Modell von der Burg. Und da haben wir King Kong und die weiße Frau nachgespielt. Nur, aber anders wie im Film, fällt die Frau wirklich runter vom Wolkenkratzer unter Anführungszeichen. So, und dann sind wir schon in Damüls. Vier Nacktwanderer schleichen durch die Nacht und werden von der Mühlser Bauhof-Mitarbeitern gesehen oder treffen da aufeinander. Und diese verrückte Geschichte, die danach und davor eigentlich passiert ist, erzählt dann die Geschichte. Aber es kann sich natürlich auch jeder zu diesen Fotos die eigene Geschichte dazu erzählen. Dann sind wir am Alten Rhein und da tut jemand fischen. Ich habe mir sagen lassen, da kann man Welse super fischen. Und irgendjemand hat mir mal erzählt, dass die Schweiz praktisch an der Grenze Drohnen in der Nacht entlang schickt, die so in 80 Meter Höhe so Überwachungsaufgaben wahrnehmen. Und eine dieser Drohnen nimmt halt den armen Angler praktisch mit und die Reise ist relativ lang. Man liest es dann im Text, also wo er dann notlandet. So, das ist in Hittisau, in der Nähe von Hittisau, also der Bregenzer Wald. Man weiß es ja, da geht es wirklich zur Sache, wenn es dunkel wird. Und der gute Mann hat allerdings sein Tête-à-Tête mit dem jungen Mädel nicht überlebt. Man sieht es schon, dass er eine andere Hautfarbe hat. Also der ist schon ein bisschen, naja, in den ewigen Jagdgründen. September nächstes Jahr ist natürlich ein Parteithema, weil wir Wahlen haben. Und nachdem es ja so tolle neue Parteien gibt in Österreich, haben wir gesagt, jetzt gründen wir gerade nochmal eine neue Partei und haben dieses Plakat also tatsächlich in Schröcken
auf eine Tenne genagelt. Und naja, dann haben wir hier den wunderschönen Blick vom Pfänder auf den Bodensee und ein Mountainbiker ist eben beim Downhill-Mountainbiken gestürzt und wird hier von einem Dachs angeknabbert. Aber die Geschichte ist natürlich viel größer, muss man dann auch nachlesen. Der Dachs ist übrigens ausgestopft und vielen Dank an die Innatura, von der wir den zur Verfügung gestellt bekamen. Dann im November, klar, der heilige Martin. Die Kinder sind unterwegs mit ihren Laternen und was finden sie in der Nähe der Schattenburg? Jemand hat seine Ehefrau entsorgt und zwar in einem Kühlschrank. Gott sei Dank wird die Frau eben von den Kindern gefunden. Und wie gesagt, die größere Geschichte, die da drumherum passiert ist, kann man dann nachlesen. Und das ist dann schließlich das Dezembermotiv, die unheiligen drei Könige im Klostertal, die eigentlich ausgezogen sind, um irgendwas anzuzünden und dann letztlich aber doch auf das Jesuskind treffen, wie es sich einfach gehört für ein Dezembermotiv. Alle diese Motive sind unter schwierigen Bedingungen passiert. Hier sieht man das ganze Team, Lukas Hemmerle, dann meine Wenigkeit, der Michi Petzai, Styling und Make-up hat die Isa gemacht, der Bernie hat Making-ofs gemacht, sind auf der Webseite zu sehen und der Armin Kofler hat uns ein bisschen bei der Druckvorstufe geholfen, dass der Kalender auch wirklich super geworden ist. Gedruckt hat den Kalender Druckerei Thurnherr. So, das war es jetzt schon und wer jetzt sagt, den Kalender will er haben, es gibt bei verschiedenen Buchhandlungen, die Liste ist inzwischen länger geworden, also wir haben jetzt auch in Dornbirn noch einmal eine Buchhandlung gefunden. Wir haben also einfach auf meine Webseite schauen unter musterbrechen.at oder guerillaelements.com und da sieht man, wo es diese Kalender gibt. Und wenn man nicht zur Buchhandlung will, dann einfach ein Mail zu mir schicken und dann gibt es bei mir auch. Vielen Dank.